Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wie ihr es im Titel vielleicht schon gesehen habt, ist es mal wieder soweit. Es wird Zeit für die Neuerscheinungen, diesmal aus Quartal Nummer 4. Es sind einige Bücher, die im letzten Quartal dieses Jahres erscheinen werden. Besonders an einem Tag erscheinen, glaube ich, gleich 6 Bücher auf einmal, die mich interessieren. Ja, dazu werde ich aber, wenn wir soweit sind, noch mehr erzählen. Ich habe auch beschlossen, damit diese Neuerscheinungsvideos nicht immer so ewig lang werden, dass ich das ab nächstem Jahr einfach monatlich mache. Denn ja, dann sind wir mal ehrlich, dann haben wir jedes Mal 5, 6 Bücher und das Video ist deutlich angenehmer zu schauen, als dass ich euch jetzt 40 Minuten von Büchern erzähle, die erst in 2,5 Monaten rauskommen. Damit das Video nicht so lang wird, würde ich sagen, fangen wir auch direkt mit dem ersten Buch an. Ich habe es wie immer auf meinem Telefon alles gespeichert und gescreenshottet. Wir starten am 4.10. bei Knauer. Dort erscheint nämlich Hinter den Spiegeln so kalt von Liza Grimm. Einige von euch werden sie vielleicht noch als Jennifer von BookTube kennen. I don't know. Seit sie Bücher schreibt, nennt sie sich Liza Grimm und hat unter anderem auch die Talos-Bücher rausgebracht und die Götter von Asgard. Jetzt kommt sie mit einem neuen Buch um die Ecke und ich glaube, wir werden es auch bei unserer, lass mich lügen, Oktober, doch, in unserer Oktoberleserunde im Drachenwinkel Buchclub lesen. Ich glaube, die Ivy wird die Leserunde leiten, wenn ich das richtig weiß. Und die Liza wird Anfang November auch im Drachenwinkel vor Ort sein und aus diesem Buch lesen. Da werde ich auf jeden Fall hingehen und das Buch mir natürlich auch vor Ort dann kaufen und signieren lassen. Support your locals und so. Ja, ich erzähle euch jetzt mal, um was es in dem Buch geht. Als ihre geliebte Tochter Hannah, bin mal unschlüssig, spurlos verschwindet, stürzt Finja in ein tiefes Loch. Ihr einziger Hinweis auf Hannas Verbleib ist eine Spur aus Eis im Badezimmer. Aber das ergibt doch überhaupt keinen Sinn. In ihrer Verzweiflung sucht Finja schließlich Hilfe bei einer angeblichen Hexe und stößt auf Ungeheuerliches. Schneetreiben und Schreie wirbeln durch die Erinnerungen und ein fremdes Gesicht, das ihr seltsam vertraut erscheint. Die Antworten auf Finjas Fragen warten hinter den Spiegeln in einem Reich aus Eis und Schnee. Aber will sie die Wahrheit wirklich wissen? Machen wir weiter am 10. Oktober. Da erscheint bei Ravensburger The Lost Crown der erste Band der neuen Reihe von Jennifer Benkow. Ich glaube, er heißt, ja genau, Wer die Nacht malt und wird auch als Hardcover erscheinen. Ich kenne Jennifer Benkow nur aus ihren New Adult Romanen. Das hier wird, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ein Fantasy-Jugendbuch sein. Aber wie wir bei Valentina Faas gesehen haben, es soll Autoren geben, die beide Genres sehr, sehr gut beherrschen. Aber zu Valentina Faas kommen wir später noch. Bei The Lost Crown geht es um, wie heißt sie, Kaya. Sie ist eine Schmiedin und wird von Räubern entführt. Totenbleich ist der verwundete Anführer Mirulai, der Kayas Hilfe braucht. Blutrot ist ihre Angst, dass sie einem Mann in die Falle gegangen ist, der nicht nur mit ihren Gefühlen spielt, sondern auch ihr größtes Geheimnis für seine Zwecke nutzen wird. Denn Kaya beherrscht die Gabe, Magie zu malen. Mirulai verfügt jedoch über eine ganz andere Magie, die Kayas Sinne betört und die Macht hat, Königreich zu stürzen. 2 Tage später, am 12. Oktober, kommt ein Buch raus, auf das ich mich schon richtig freue, weil es nämlich der Abschluss einer Reihe ist, die ich unheimlich schön finde. Alles, was wir jemals waren, ist der 3. und letzte Teil von Kira Kroos. Alles-Trilogie? Ich glaube, sie heißt Alles-Trilogie. Ich habe die ersten beide ja wirklich geliebt. Vor allem Polly, die Protagonistin aus dem 2. Band, ist einfach so, so, so toll. Und im 1. Band geht es um Tierrettung im Ausland, was mich persönlich ja auch sehr, sehr betrifft. Und im 3. Band geht es um die 3. Freundin Anouk. Ich lese euch mal den Klappentext vor, damit ihr versteht, um was es in ihrer Geschichte geht. Ich habe gerade Wortfindungsstörung, es tut mir leid. Sie waren alles füreinander, doch nichts ist wie zuvor.
Anouk steckt fest. Ihre Freundinnen haben die Zukunft genau geplant. Nur sie wird von ihren familiären Pflichten zurückgehalten. Oder hemmt sie etwa die Angst, in ihrem Traum von Kunststudium zu scheitern? Etwas muss sich ändern, also trennt sich Anouk von ihrer Jugendliebe Kaya. Kurz darauf lernt sie Valentin kennen und in ihrem Leben scheint sie endlich etwas zu bewegen. Doch wieso fühlt sie sich immer noch so leer? Und warum kann sie nicht aufhören, an Kaya zu denken? Als dieser plötzlich wieder Kontakt zu ihr aufnimmt, wird Anouk klar, dass es nicht der Beziehungsstatus ist, den sie ändern muss. Das nächste Buch stand schon so lang auf meiner Bloggerportal-Merkliste und ich habe echt wirklich in regelmäßigen Abständen reingeschaut, damit ich es anfragen kann. Das ist ja immer ein bestimmter Tag, an dem dann die Bücher zur Anfrage quasi freigeschaltet werden. Und dann war ich irgendwie mal ein, zwei Tage nicht dahinter und habe nicht geschaut und zack, war das Buch zum Anfragen verfügbar und als ich dann zwei Tage später reingeschaut habe, war schon kein Kontingent mehr verfügbar. Hat mich ein bisschen geärgert, aber nichtsdestotrotz steht das Buch auf meiner Wunschliste und ich glaube, in der Erstauflage hat es auch einen bunten Farbschnitt, zumindest sieht das auf dem Foto so aus, ich muss das nochmal genau recherchieren, aber mich hat sowohl das Cover als auch der Farbschnitt als auch die Story, also der Klappentext, so gecatcht, dass es sich seinen Platz auf der Wunschliste auch definitiv und auch in diesem Video verdient hat. Am 13. Oktober erscheint bei CBJ nämlich Benji Blues, der Fluch der Todesfeen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich ein großer Fan dieser Thematik bin. Und der Klappentext klingt, wie gesagt, auch mega spannend. Ihre Liebe könnte sein Tod sein. Die 19-jährige Dee arbeitet in Helsinki als Tontechnikerin und Songwriterin. Musik ist ihr Leben. Sie hat das perfekte Gehör und eine kraftvolle Singstimme. Doch niemand darf ihren Gesang jemals hören. Nicht einmal ein lauter Ruf darf ihr entschlüpfen. Denn Dee entstammt einer alten Linie von Todesfeen. Natürlich hat sie ständig Angst um ihren Freund Arvo und ist vorsichtiger denn je. Doch sie muss bald erkennen, dass es eine Gefahr gibt, die sie nicht kontrollieren kann. Ein Geist ist Arvo auf den Fersen, mit einer perfiden Strategie. Er will ihr offenbar das nehmen, was sie am meisten liebt. Was steckt nur hinter diesen Angriffen und wird es Dee gelingen, ihre Liebe zu beschützen? Ich bin ja eigentlich kein Fan dieser ganzen Rockstar- und Sänger-Songwriter-Thematiken. Es kommt mir echt langsam oft aus den Ohren. Aber die Kombination mit den Banshees, Todesfeen etc., Geistern, könnte doch nochmal Spannung reinbringen und das Hauptaugenmerk nicht auf die Musik legen. Also da bin ich schon sehr, sehr gespannt. Dann erscheint in einem meiner liebsten Verlage ein neues Buch und zwar am 15.10. Das habe ich auch schon, ich glaube, seit es irgendwie auf Instagram angekündigt wurde, auf meiner Wunschliste, weil ja, es wieder eine Thematik beinhaltet, die mich absolut catcht momentan, aus gegebenem Anlass. Wenn ich euch den Klappentext vorlese, wisst ihr warum? Der Titel lautet Night Shadow 1, They Who Guard the Night und erscheint im Moon Notes Verlag und spielt in Paris, was für mich ja auch irgendwie immer so ein bisschen besonders ist, weil ich so eine Affinität zu Paris habe. Ja, aber hört einfach mal selbst. Paris an der Schwelle zum 20. Jahrhundert. Während die Welt um sie im Wandel ist, stürzt sich die mittellose Odette als Mann verkleidet ins rauschhafte Pariser Nachtleben, wo sie ihre magischen Fähigkeiten entdeckt. Sie gehört zu einer kleinen Gruppe von Menschen mit nachtbezogenen Fähigkeiten, der Bruderschaft der Nachtschwärmer. Mehr noch, sie ist nicht nur die einzige Frau in diesem Männerbund, sondern auch die einzige, die das Licht und nicht die Dunkelheit beherrscht. Gemeinsam mit dem reichen Schattenspringer Eugene kämpft sie gegen einen Orden, der es auf ihre Fähigkeiten und Familie abgesehen hat und für eine Liebe ohne Standesschranken. Ein paar Tage später, am 25.10. erscheint auch wieder ein dritter Band einer Reihe, die ich sehr, sehr gerne gelesen habe und ich habe sie auch erst im August gelesen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ich spreche nämlich von der Catching Up with the Carters Reihe, da erscheint der dritte Band, der da heißt In Your Arms und dreht sich um die Schwester unserer beiden Protagonisten aus den ersten beiden Bänden. Also es dreht sich alles um diese Familie Carter und jedes Buch erzählt quasi die Geschichte von einem der Geschwisterteile.
Macht das Sinn? Ja, macht Sinn. Ich habe ja damals gesagt, dass Band 1 mich an die Kardashians erinnert. Ich habe ja damals gesagt, dass der erste Band mich sehr an die Kardashians erinnert. Der zweite Band dann, ach, wie heißt der Film mit Leonardo DiCaprio? Catch Me If You Can. Und jetzt bin ich auch sehr gespannt, ob der dritte Teil auch wieder irgendwelche Film- oder Serienmomente in einem hervorbringt oder irgendwelche Parallelen zu Film oder Serie hat. Auf jeden Fall geht es um Athena, die Schwester von Aphrodite und Hadrian, so heißen sie. Athena führt das Leben, von dem viele träumen, Glitzer und Luxus pur. Zusammen mit ihrer Familie dreht sie die angesagte Reality-Show Catching Up with the Carters. Doch der glamouröse Schein trügt, hinter den Kulissen gibt es heftige Spannungen und ihre Mutter lenkt den Carter-Clan mit eiserner Hand. Athena weiß, dass sie etwas unternehmen und die Show verändern muss, denn sonst wird der Ruhm der Untergang ihrer Familie sein. Der neue Produktionsassistent Sam steht ihrem Vorhaben allerdings im Weg und scheint eigene Interessen zu verfolgen. Athena ist entschlossen, sich nicht aufhalten zu lassen, egal wie sehr Sam ihre Gefühle durcheinander wirbelt und sie sich wünscht, sich in seinen starken Armen zu verlieren. Einen Tag später, am 26.10., erscheint ein weiteres Buch, auf das ich mich sehr freue. Und ich muss immer selbst lachen, wenn ich sage, der Lena Kiefer Fanclub ist begeistert. Es handelt sich nämlich um den zweiten Band der Westwell-Reihe. Der da lautet Bright and Dark und in dem die Geschichte unserer Protagonistin weitererzählt wird. Das ist ja im Mittelbereich gar nicht mal so häufig. Da ist es ja wirklich oft so, dass jeder Band ein anderes Protagonistenpärchen begleitet quasi. Ja, bei Westwell ist es so, dass es sich in allen Teilen um Jess und Helena dreht. Und Band 1 ist ja schon mit so einem bösen Cliffhanger geendet. Von daher bin ich sehr, sehr gespannt, wie ihre Geschichte jetzt weitergeht. Und es ist auch gar nicht so viel im Klappentext erzählt, weil, ja, es halt einfach davon ausgegangen wird, dass man Band 1 vorher gelesen hat, weil das bei so fortlaufenden Bänden ja doch schon sehr viel Sinn macht. Hier steht einfach nur, unsere Geschwister starben, weil sie sich liebten. Jetzt sind wir dazu bestimmt, einander zu hassen. Aber was, wenn das unmöglich ist? Die Geschichte von Helena und Jess geht weiter. Viel mehr steht dann tatsächlich nicht online. Kommen wir nun zum letzten Buch, das im Oktober erscheint. Und zwar am 28. Elisa Moore, Steinernes Herz, ist der zweite Band der, ja, macht Sinn, Elisa Moore-Reihe von Valentina Fast. Und es steht eigentlich nur ein Satz im Internet zu diesem Buch. Der krönende Abschluss der Dilogie rund um Elisa und die Seelenwelt. Ich habe mir aber gedacht, weil das wirklich absolut nichtssagend ist und ich tatsächlich auch Band 1 noch nicht gelesen habe und euch deshalb nicht erzählen kann, um was es in Band 1 geht, aber es vorhabe, deshalb habe ich das Buch auch mit in die Liste aufgenommen und deshalb erzähle ich euch jetzt oder lese ich euch jetzt den Klappentext zu Band 1 vor. Da lautet Elisa Moore. Ja, ich blende es euch ein, ich weiß es gerade nicht mehr. Die 18-jährige Elisa Moore lebt in Dublin, wo das letzte intakte Tor zur Seelenwelt steht. Ein Portal, das einst das Böse aus der Welt der Menschen verbannt hat und das nun von der mächtigen Liga bewacht wird, einer Organisation, die Elisa zutiefst verabscheut. Doch dann wird sie eines Nachts von einer dunklen Gestalt angegriffen und ihr kommt ausgerechnet die Liga zu Hilfe. Als wäre das nicht genug, wird Elisa nun auch noch zur Hüterin berufen. Dabei hat sie sich geschworen, niemals ein Teil von all dem zu werden. Mit an ihrer Seite ist Connor, Elisas Seelenpartner, der sie in ihrer neuen Aufgabe unterstützen soll. Aber Seelenverwandtschaft gibt es doch gar nicht, oder etwa doch? We will see. Am 1. November erscheint dann auch ein zweiter Band einer Reihe, die ich leider noch nicht gelesen habe, aber die ich auf Bookstagram schon so oft gesehen habe und ich auch total gespannt bin, ob mir das Buch denn zusagen wird. Also Band 1 steht schon sehr, sehr lange auf meiner Wunschliste. Aber wie ihr wisst, ihr habt die gleichen Probleme wie ich. So many books, so little time. Man kann einfach nicht alle Bücher kaufen, die man möchte, finanziell gesehen, und auch nicht alle Bücher auf einmal lesen, die man möchte. Das ist halt einfach Fakt. Ja, in Four Houses of Oxford, gewinne das Spiel, geht die Geschichte logischerweise weiter und im Klapptext steht,
Das Leben mischt die Karten, doch du spielst das Spiel. Harper ist der Studentenverbindung der Diamonds beigetreten und steckt mitten im intriganten Spiel der vier Farben. Ein Spiel, das sie um jeden Preis gewinnen muss. Doch je weiter die Runden voranschreiten, desto erbarmungsloser werden die Aufgaben und Gegner, darunter auch Finlay, zu dem sie gerade erst wieder Vertrauen gefasst hat. Was Harper nicht ahnt, genau wie Finlay, verfolgen die vier Farben mit ihrer Inszenierung noch ein anderes Ziel. Eines, das sie alle das Leben kosten könnte. Kommen wir jetzt zu dem Tag der Tage in der Buchbranche. Ich weiß nicht, warum das passiert ist, aber irgendwie haben sich alle Verlage gedacht, los, wir bringen an diesem Tag ein Buch raus. Es handelt sich wirklich um 6 Bücher, die mich interessieren. Und ich weiß nicht, wie ich das alles finanziell und zeittechnisch bewerkstelligen soll, weil sie wirklich alle total spannend klingen. Und ich werde sie euch jetzt auch alle 6 nacheinander vorstellen. Das erste wäre Bleib bei mir, Sam, das im CBJ-Verlag erscheint. Und es geht um die 17-jährige Julie. Sie hat ihrer Zukunft perfekt geplant. Endlich raus aus dem kleinen Ort, mit ihrem Freund Sam in die Stadt ziehen und studieren. Den Sommer in Japan verbringen, aber dann stirbt Sam. Und alles ist anders. Julie ist am Boden zerstört, geht nicht zur Beerdigung, wirft weg, was sie von Sam besitzt und versucht ihn zu vergessen. Doch als sie eine Notiz von Sam in ihrem alten Jahrbuch liest, kommt alles wieder hoch. Nur um seine Stimme zu hören, ruft sie Sams Handynummer an und Sam hebt ab. Mega spannend. Also es geht scheinbar total ans Herz und ja, hat auch so ein paar Thriller-Momente. Ich kann mir gut vorstellen, dass man bei dem Buch selbst sehr, sehr schnell und viel am Rätseln ist. Aber genau das mag ich momentan auch sehr, sehr gerne. Dann erscheint ein Buch, das ihr auf meinem Kanal schon sehr, sehr, sehr häufig gesehen und ja, gehört habt. Ich spreche nämlich von Clockwork Prince, dem 2. Band der Clockwork-Reihe. Wie ihr wisst, ist damals die Reihe nicht mehr gedruckt worden. Und ein Buch aus der alten Reihe zu bekommen, grenzt quasi an ein Ding der Unmöglichkeit. Vor allem, was die Taschenbücher angeht. Die Taschenbücher wurden irgendwann durch Hardcover ersetzt. Nicht mehr mit den wunderschönen bunten Titeln, sondern mit einem furchtbar hässlichen Gesicht auf dem Cover. Und ja, ich habe die Bücher echt hässlich gefunden und habe sie auch boykottiert. Und ich kaufte mir hat die ganze Zeit der 2. Taschenbuchband gefehlt. Und über 5 Ecken bin ich da wirklich zu einem angemessenen Preis dran gekommen. Aber die Schattenjäger-Community war wirklich on fire, als dann auf einmal geheißen hat, dass der Goldmann Verlag die Reihe neu auflegt. Im Juni, glaube ich, kam jetzt der 1. Band raus und jetzt im November erscheint der 2. Band, der da heißt Clockwork Prince. Ich denke, ich muss euch nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde euch trotzdem den Klappentext vorlesen. Ich sage euch aber gleich, es ist der 2. Band, also enthält eventuell Spoiler zu dem Geschehen in Band 1. Aber ich denke, die Schattenjäger sind mittlerweile so bekannt. Das ist ungefähr so, wenn ich jetzt was verrate, als ob jemand sagt, ja, damals als Dumbledore gestorben ist und jemand sagt, was? Dumbledore ist tot. Also, ne? Manche Sachen muss man mittlerweile einfach wissen. Punkt. Ich habe die Woche übrigens jemanden zu Game of Thrones gespoilert, weil ich nicht wusste, dass er die Reihe noch nicht geguckt hat. Aber das ist das gleiche Prinzip wie mit Dumbledore. Eigentlich erwartet man, dass man sowas mittlerweile schon gesehen hat. Aber es tat mir sehr leid. Es war auch kein story-relevanter Hardcore-Spoiler, aber ich habe mich im Nachhinein trotzdem geärgert. Kommen wir aber wieder zu den Schattenjägern. Um was geht es in Clockwork Prince? Tessa Cray glaubte, bei den Schattenjägern im viktorianischen London endlich ein neues und sicheres Zuhause gefunden zu haben. Doch da stellen mysteriöse Hinweise auf ihre Herkunft plötzlich alles in Frage, zumal sich andeutet, dass er ebenso düstere wie geheimnisvolle Magister einen Rachefeldzug gegen sie führt, der die gesamte Unterwelt zerstören könnte. Zerrissen zwischen ihren Gefühlen für den smarten Cem und den gut aussehenden Will begibt sich Tessa auf die gefährliche Suche nach der Wahrheit über sich selbst und muss schmerzlich lernen, dass Liebe und Lügen ein hochexplosives Gemisch sind. Ich hab Hunger. Mein Magen knurrt, habt ihr es gehört? Ja.
ich werde nach diesem Videodreh frühstücken. Endlich. Beim nächsten Buch bin ich emotional gesehen noch ein bisschen zwiegespalten. Es handelt sich nämlich so um eine Art Spin-off zu einer Reihe, bei der ich erst Band 1 gelesen habe, aber die ein Jahreshighlight 2021 für mich war, nämlich die From Blood and Ash-Reihe. Die hat ja aktuell 3 Bände. Einmal From Blood and Ash, dann Flesh and Fire und Crown and Bones. 2 und 3 habe ich noch nicht gelesen, habe es aber ganz, ganz, ganz zeitnah vor. Da gibt es, wie gesagt, jetzt ein kleines Spin-off, so ein Prequel zu. Und ich glaube, die Hauptreihe sollen 6 Bücher werden und die Shadow and Ember-Reihe, wie die neue Reihe dazu heißt, kann es euch gerade nicht sagen, wie viele Bücher es werden sollen, aber ich persönlich finde es mega kompliziert, wenn die Hauptreihe noch nicht mal abgeschlossen ist, dann schon ein Prequel rauszubringen. Das verwirrt die Leser meiner Meinung nach, aber ich lasse mich überraschen. Ich habe auch überlegt, ob ich vielleicht erst die Hauptreihe lese und dann die Shadow and Ember Reihe im Nachhinein lese. Aber da bin ich noch unschlüssig, wie ich das machen werde. We will see. Auf jeden Fall geht es um Serafina Mirrell. Was ein Zungenbrecher. Hoffentlich gibt es da einen Spitznamen dazu. Sie ist die erstgeborene Tochter des Königs von Lasania. Doch in ihrem Fall bedeutet das nicht, dass sie auch die Thronerbin ist. Denn ihr Schicksal stand schon lange vor ihrer Geburt fest. Sie würde Nyktos, Primar des Todes, heiraten, als Gegenleistung für einen Pakt, den ihre Vorfahren einst geschlossen hatten. Siras Aufgabe könnte nicht eindeutiger sein. Bring den Primar dazu, sich in dich zu verlieben. Töte ihn, rette Lasania. Irgendwie muss ich die ganze Zeit an Lasagne denken. Das Buch macht mir Hunger, ich sag's euch. Doch als Sera Nyktos schließlich kennenlernt, stellt sie fest, dass er nicht die Person ist, die zu ermorden, sie sich ihr gesamtes Leben vorbereitet hat. Und ihre Entschlossenheit gerät ins Wanken. Wird sie es schaffen, ihre Pflicht zu erfüllen und ihr Königreich über ihre Gefühle zu stellen? Dann erscheint ebenfalls am 9. November im CBT-Verlag Treasons of Thorns, kalte Magie, flammender Zorn. Das Cover habe ich tatsächlich beim Bloggerportal auch gesehen und dachte, das sieht richtig gut aus. Hab mir dann den Klappentext durchgelesen und dachte, das klingt auch ziemlich gut und habe es dann auf meine Merkliste gesetzt. Ich werde jetzt wieder jeden Tag online nachschauen, ob das Buch anfragbar ist, aber ich denke, bis November ist ja noch ein bisschen Zeit. Aber ich möchte nicht den gleichen Fehler machen wie bei Benji Fluch und es dann verpassen, weil es klingt echt wirklich, wirklich gut. Violet Sterling hat die letzten 7 Jahre im Exil verbracht und sehnt sich zurück nach Burleigh House. Als eines der 6 großen Häuser Englands brachte Burleighs Magie einst der ganzen Gegend auch Violets Glück und Zufriedenheit. Zumindest bis der Verrat ihres Vaters alles zerstörte. Jetzt nach dessen Tod hat Violet die Chance, in ihr Zuhause zurückzukehren, aber Burleigh ist nicht mehr so, wie es in ihrer Erinnerung war. Die Seele des Hauses schreit vor Trauer und Schmerz. Während seine gequälte Magie das Land verwüstet, muss Violet entscheiden, wie weit sie bereit ist zu gehen, um ihr Haus zu retten, bevor ihr Haus alles zerstört, was sie je gekannt und geliebt hat. Das klingt irgendwie so ein bisschen als ja, wie bei Akuta oder bei einer bestimmten Hexenreihe, deren Name nicht genannt werden möchte, aus gegebenem Anlass. Da hatte ich gerade mit Maren gestern drüber diskutiert. Ich hatte damals einer bestimmten Autorin geschrieben. Ich möchte hier niemanden verunglimpfen, aber es ist halt einfach passiert, wie es passiert ist. Ich habe einer bestimmten Autorin geschrieben, dass ich gerade ihr Buch lese oder gelesen habe und dass ich es mega cool fände, wenn das Haus der Protagonisten, das magisch begabt ist und Gedanken lesen kann, also es war nicht Akuta oder so, dass ich es lustig finden würde oder schön finden würde, wenn das Haus seine eigene Geschichte bekommt. Und anstatt, dass die Autorin dann einfach gesagt hat, ey cool, danke, dass du mein Buch liest und ja, die Idee ist echt witzig oder irgend sowas, was man halt als Autorin so schreibt. Und ich hatte irgendwie gesagt, ja, falls dir mal die Ideen fehlen oder falls du ja, irgendwie mal gerade nicht weiß, was du schreiben sollst, so auf die Art
wollte ich es halt irgendwie lustig rüberbringen. Und dann kam dann halt nur so zurück. Ach, glaub mir, mir gehen die Ideen niemals aus. So richtig von oben runter arrogant und Nase nach oben und hast du nicht gesehen. Und da dachte ich dann so, okay, sympathisch ist anders. Ja, so viel dazu. Auf jeden Fall klingt das Buch so, als ob, also dieses Buch, das am 9.11. erscheint, so, als ob das Haus halt auch irgendwelche magischen Kräfte hätte. Und das finde ich total faszinierend. Dann erscheint am 9.11. ebenfalls True Crown, die Lady und der Lord Magier. Da habe ich gerade die Woche auch noch mit Ibi drüber diskutiert, als wir überlegt haben, wie viele Bücher an diesem Tag rauskommen. Und sie sagte auch, dass sie dieses Buch auf jeden Fall lesen möchte und es total spannend finden. Es geht nämlich um Theodora Attings, die im Kindesalter von einem Elf der Hälfte ihrer Seele beraubt wird. Sie kennt weder Furcht, Scham noch Schüchternheit oder was man sonst noch so von einer britischen Debütantin des 19. Jahrhunderts erwarten dürfte. Dass sie sich von all den anderen jungen Ladies derart abhebt, ist ihrer Familie ein Graus. Doch gerade Doras unkonventionelles Verhalten erregt die Aufmerksamkeit des Lord Magiers, des Königreichs. Um Gottes Willen. Als sie im Gefolge ihrer Familie in der Londoner Gesellschaft auftaucht. Die Freundschaft mit dem umstrittenen Lord Magier könnte Dora allerdings endgültig zum gesellschaftlichen Outcast machen. Aber zugleich ist er ihre einzige Hoffnung, je wieder geheilt zu werden. Oder kann man etwa doch mit einer halben Seele aus vollem Herzen lieben? Klingt auf jeden Fall mega, mega spannend. Was allerdings noch spannender klingt, ist das nächste Buch, das nämlich auch das Finale einer atemberaubenden und mega, mega rätselhaften und spannenden Trilogie ist, ich hoffe, das war jetzt ein richtiges Deutsch, ich spreche nämlich von The Inheritance Games 3, das da heißt Der letzte Schachzug. Wer die Reihe kennt, weiß, was ich meine. Wer die Reihe noch nicht kennt, der hat was verpasst, auf jeden Fall. Also, ich habe selten ein Buch gelesen, das ja irgendwie so vollgepackt war mit Action und Geschehnissen und Rätseln und Familiengeschichten. Da passiert wirklich auf jeder Seite Schlag auf Schlag was. Bei Büchern wie Schattenthron habe ich das zum Beispiel kritisiert, dass da irgendwie so viel hintereinander passiert, weil es dort auch einfach nicht richtig stimmig war. Also es ging nicht in die Tiefe. Aber hier bei Inheritance Games passiert super viel, aber es macht alles Sinn und alle Informationen sind irgendwie wichtig, um das Rätsel am Ende dann doch zu lösen. Und ich bin schon so, so, so gespannt, wie die ganzen Fragezeichen, die ich nach 2 Bänden immer noch über meinem Kopf habe, ja aufgelöst werden sollen. Also ich lese euch gerne den Klappentext vor, aber wie gesagt, wenn ihr Band 1 und 2 noch nicht kennt, dann skippt mal einfach kurz weg, bis ich das nächste Cover einblende. So machen wir's. Das Einzige, was die 17-jährige Avery von ihrem Milliardenerbe trennt, sind noch einige Wochen, die sie im Haus der Hawthorns überstehen muss. Aber Paparazzi folgen ihr auf Schritt und Tritt und tödliche Gefahren lauern hinter jeder Ecke. Ihre einzige Stütze sind dabei die Hawthorne-Brüder, deren Leben inzwischen mit dem ihren unauflöslich verbunden sind. Doch als der Moment naht, der Avery zum reichsten Teenager der Welt machen wird, taucht ein unerwarteter Besucher auf, der ihre Hilfe braucht und dessen Anwesenheit in Hawthorne House alles ändern könnte. Avery und die Hawthorne-Brüder werden in ein letztes gefährliches Spiel verwickelt, von einem unbekannten und mächtigen Gegenspieler. Avery muss dabei als Einsatz ihr Erbe, ihr Leben und ihre Liebe riskieren. Ich bin so hyped auf dieses Buch, ich kann es euch gar nicht sagen. Das nächste Buch hat auch wieder Rockstar-Vibes und hat es trotzdem auf meine Liste geschafft. Nicht, weil es im Lux Verlag erscheint, sondern weil es mich von anderen Thematiken her im Klappentext angesprochen hat. Ich spreche nämlich von Denn ohne Musik werden wir ertrinken. Ja, die Musik steht schon im Titel und eigentlich müsste mich das abschrecken, aber tut es tatsächlich in dem Fall gar nicht. Es geht um Hazel und Ian. Ich lese euch einfach den Klappentext vor und dann wisst ihr, welche andere Thematik ich meine. Meine größte Angst ist es, dass er seine Träume aus den Augen verliert, weil ich seinen Blick trübe. Hazel Stone und Ian Parker konnten sich schon in der Schule nicht ausstehen, denn Hazel ging Ians Rockstar-Gehabe gewaltig auf die Nerven. Doch als sie alles verliert, ist Ian ihre letzte Rettung.
Er lässt sie in sein Gästezimmer ziehen, unter einer Bedingung. Sie muss ihn absolut in Ruhe lassen. Ian's Band steht kurz vor dem großen Durchbruch. Ihm fehlen nur noch ein paar neue Songs und Ablenkung kann er nicht gebrauchen. Aber die Worte scheinen tief in seinem Herzen festzustecken, bis Hazel ihm hilft, seine Stimme wiederzufinden. Auf das letzte Buch, das im November erscheinen wird, freue ich mich auch schon arg. Band 1 und 2 waren ja richtige Highlights für mich. Band 2 noch eher als der erste. Ich spreche nämlich von Worlds Beyond, den dritten Teil und ich denke auch das Finale der Reihe. Wie ihr wisst, geht es sehr, sehr viel um Social Media und die Vor- und Nachteile von Social Media. Ich finde, das ist in der Reihe sehr, sehr gut beschrieben. In Band 1 geht es ja um eine Beauty-YouTuberin und in Band 2 geht es um ihre beste Freundin, die an einer TV-Bugshow teilnimmt. Ich bin schon sehr gespannt, um wen oder was es in Band 3 geht, aber ich habe schon so eine Vermutung. Ich habe den Klappentext tatsächlich selbst noch nicht gelesen, weil ich mich irgendwie überraschen lassen wollte. Ich habe ihn einfach nur gescreenshottet, aber ich werde ihn jetzt mit euch zusammen zum ersten Mal lesen und schauen, ob meine Vermutungen, um wen es sich drehen könnte, stimmen. So. Nele Schubert hat ihr Traumvolontariat in einer großen Literaturagentur in London ergattert. Als sie dann auch noch dem attraktiven Matthew über den Weg läuft, der sich ebenso für sie interessiert ist wie sie für ihn, scheint ihr neuer Lebensabschnitt perfekt, bis Matthew Nele an ihrem ersten Arbeitstag plötzlich in einem Meeting gegenüber sitzt, als ihr Chef. Auf keinen Fall will Nele den Job riskieren, für den sie alles gegeben hat, doch im Büro kommt es immer wieder zu knisternden Momenten und ihre Gefühle für Matthew kann sie auch nicht einfach abstellen. Ich hatte ja ganz lange Zeit so ein Problem mit Office Romance-Thematiken. Irgendwann hat sich das wieder gelegt, ich kann sie wieder lesen und ich freue mich einfach auf dieses Buch, auch wenn es so das so ein Klischee abdeckt. Aber ich bin mal gespannt, ob irgendwo noch diese Social-Media-Thematik auftaucht, weil ich eigentlich gehofft hatte, dass das in der ganzen Reihe irgendwo aufgegriffen wird. But we will see. Jetzt sind wir im Dezember angekommen und da erscheint ein, wie ich finde, ganz besonderes Buch, weil es ein Zusammenschluss mehrerer Autoren ist. Wie ihr wisst, bin ich ja Crewmitglied in der KISS Crew und Stammblogger für den KISS Verlag. Und da gibt es 4 Autorinnen, die sich zusammengeschlossen haben. Das war einmal Kira Mohn, das war Anja Oma, das war Nicola Hotel und Kelly Morin. Und die haben sich einen Satz herausgepickt und haben dazu jeweils eine Kurzgeschichte verfasst. Der Satz heißt: Erzähl mir 3 Dinge über dich. Eine Wahrheit, eine Lüge und etwas, von dem du dir wünschst, dass es wahr oder gelogen wäre. In dem ersten Band, der jetzt im Dezember, am 13. Dezember erscheint, sind die Kurzgeschichten von Kelly Morin und Kira Mohn abgedruckt. Und dann im nächsten Jahr erscheint dann der Teil mit Anja Oma und Nicola Hotel. Ich erzähle euch kurz, um was es in Kellys und Kiras Geschichte geht. 1000 Momente von Kelly Morin, ein gutes Buch, ein Glas Eistee und eine Katze auf ihrem Schoß. Das ist Rosemary Fillmores Vorstellung von einem perfekten Feierabend. Vor allem, da sich ihre Katze im Gegensatz zu den Teenagern, die sie tagsüber unterrichtet, nie über ihre Buchauswahl beschwert. Literatur ist Rosemarys ganze Leidenschaft. Es gibt für sie kein größeres Glück, als in einer spannenden Geschichte zu versinken. Doch ihre 3 Lieblingsschülerinnen sind anscheinend der Meinung, dass Rosemary mehr als nur einen fiktionalen Mann in ihrem Leben braucht und bringen sie mit einem heimtückischen Trick dazu, ein Date mit dem örtlichen Bibliothekar zuzustimmen. Und als wäre das nicht schon genug, stellen sie ihr auch noch eine Aufgabe für die Verabredung. Klingt auf jeden Fall mega, mega lustig. Und die 2. Kurzgeschichte heißt Ein einziges Versprechen und ist geschrieben von Kira Mohn und lautet: Jack ist 19 Jahre alt, 19 verdammte Jahre. Eigentlich sollte er gerade seine Zukunft planen. Stattdessen kümmert er sich fast allein um seinen 4-jährigen Bruder Finlay und versucht parallel dazu, den Pub seines Vaters über Wasser zu halten. Der betäubt sich nach dem Tod der Mutter mit Alkohol, während Jacks älterer Bruder sich immer mehr zu einem verantwortungslosen Arsch entwickelt. Seine beste Freundin Vic hilft, wo sie kann, aber sie wird bald zum Studieren nach Edinburgh gehen, was vielleicht sogar gut ist, weil Jack bei jedem Treffen mit der Frage kämpft, ob er ihr die Wahrheit sagen soll
darüber, was er fühlt. Er kann sich einfach nicht entscheiden, Lüge oder Wahrheit, Sicherheit oder Risiko, Freundschaft oder Liebe. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Reihe, weil ich auch bisher nie so der Kurzgeschichtenleser war, aber da ich die vier Frauen und ihre Bücher sehr, sehr gerne mag, bin ich auch schon gespannt, ob mir diese Kurzgeschichten zusagen werden. Einen Tag später erscheint dann auch eine weitere Fortsetzung, zwar die von Sister of the Sword, die Magie unserer Herzen. Da habe ich den ersten Band auch auf der Wunschliste und habe ihn tatsächlich noch nicht gelesen. Deshalb werde ich euch jetzt auch nur den zweiten Klappentext vorlesen. Und wer sich jetzt nicht spoilern lassen möchte, ich habe ihn schon gelesen, daher macht es keinen Sinn, für mich ihn nicht vorzulesen, wer sich nicht spoilern lassen möchte. Es gibt einfach wieder zum nächsten Cover, das ich euch einblende. Die magisch begabte Siva hat es geschafft, jenes mächtigste Schwert, das sie je geschaffen hat, vor der brutalen Kriegsherrin zu schützen. Doch der Preis, den sie und ihre Freunde dafür zahlen, ist hoch. Sivas geliebte Schwester Tamra wurde beim Kampf um das Schwert schwer verletzt. Zusammen mit dem bezaubernden Söldner Kellen und dem jungen Studenten Patrick befinden sie sich nun auf einem Wettlauf mit der Zeit. Denn nur wenn sie eine sagenumwogene Heilerin aufspüren können, hat Semra eine Chance. Doch als ein machtgieriger Prinz sie gefangen nimmt, muss Siva entscheiden, ob sie ihre Gabe missbrauchen darf, um das Leben ihrer Lieben zu retten. Einen Tag vor Weihnachten haut der Lux Verlag dann nochmal einen heißen Scheiß raus. Wer die Autorin kennt, weiß, was ich damit meine. Ich spreche nämlich von Cruel Castaways Rival. Und ihr seht, wer die Autorin ist, da muss ich, denke ich, nicht so viel zu sagen, außer ich lese euch den Klappentext vor. Christian Miller hat sich als rücksichtsloser Anwalt in New York einen Namen gemacht. Der Selfmade-Millionär hat nur ein Ziel, endlich Rache an Hedgefonds-Tycoon Philip Roth nehmen, der seine Familie zerstörte, nachdem er Christian dabei erwischte, wie er dessen Tochter küsste. Als eine Klientin Roth der sexuellen Belästigung beschuldigt, sieht Christian seine Chance gekommen. Nur eins steht ihm im Weg, seine Jugendliebe Aria, die als Pressesprecherin ihren Vater verteidigt. Aria weiß nicht, dass Christian der Junge von damals ist, doch er hat sie nie vergessen können. Als beide auf entgegengesetzten Seiten stehen, entflammen alte Gefühle und er muss sich entscheiden, Rache oder Liebe. Last but not least kommen wir zum letzten Buch, das ich auf meiner Liste habe, das am 27.12. bei Mira Taschenbuch erscheint. Ich habe auch gerade mit der Reihe angefangen, also bin bisher auch sehr begeistert und finde, dass das Buch zu Recht auf meiner Liste gelandet ist. Es geht nämlich auch um eine Person, die einen Foodblog betreibt und ich weiß nicht, ob ich euch das schon mal erzählt habe, ich hatte früher auch einen Foodblog, bis ich mit den Büchern angefangen habe. Habe ich tatsächlich sehr regelmäßig einen Foodblog betrieben und ja, mag das Kochen auch bis heute noch, auch wenn ich es in diesem Ausmaß nicht mehr so häufig mache. Ich lese euch aber vor, um was es in New Hope, das Leuchten der Träume, geht. Es ist der 5. Band der Reihe, by the way. Lou liebt es, sich für ihren Foodblog in kulinarische Abenteuer zu stürzen und neue ausgefallene Rezepte zu kreieren. Deswegen ist der Job in Curtis Restaurant in New Hope, der Kleinstadt am Fuße der Sierra Nevada, perfekt für sie. Curtis ist aber nicht nur ihr Chef, sondern auch ihr bester Freund. Als ihr Haus renoviert werden muss, bietet er sofort an, bei ihm zu wohnen. Während sie Tag und Nacht zusammen verbringen, merkt Lou, dass die Schmetterlinge in ihrem Bauch immer wilder flattern, wenn sie in Curtis Nähe ist. Aber soll sie es riskieren, ihm ihre Gefühle zu gestehen und so vielleicht ihre Freundschaft zu gefährden? Denn selbst Curtis hat sie nie den wahren Grund verraten, warum sie damals nach New Hope gezogen ist. Ja, klingt gut. Ich bin auch schon eigentlich auf alle mega gespannt, sonst hätte ich sie nicht in die Liste mit aufgenommen, aber ja, es gibt so zwei, drei, auf die freue ich mich doch noch mehr als auf die anderen. Ihr Lieben, das waren alle Neuerscheinungen, die ich auf meiner Wunschliste habe. Es werden vermutlich, nachdem ich Marens Video geguckt habe und andere Booktube-Videos geguckt habe, immer noch mal mehr dazukommen. Wie gesagt, im neuen Jahr werde ich das Ganze einfach monatlich machen, damit es nicht so lang wird wie in diesem Video. Ich höre jetzt auf zu babbeln. Wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Tschüss!